Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Beim letzten Mal haben wir die Stadt Savannah erreicht und jetzt verschanzen wir uns erstmal in dieses Haus hier, denn wir haben einen Schwerverletzten bei uns, den guten Omid. Als wir mit dem Zug geflüchtet sind, hat er sich das Bein ja schwer verletzt. No, it's okay. I'm good. Feel better already just being off my feet. Thanks, babe. So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was gonna tell you. Kenny and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street, and we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't play games with you. I don't know who it was. All I know is they're no friend of ours. Damn right. I'm telling you, they don't want us getting to the river. Maybe they want those boats all to themselves. We'll see about that. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. I think we could all use a little time to rest up and gather our thoughts, Kenny. At least until those walkers outside wander off and Omid's feeling better. He best feel better quick. I ain't gonna wait around here too long. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. All right, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? Okay. Alles klar. Is there anything I can do? Thanks, I got it. Hang out with Chris and Omid until I get back, okay? Lee, I'm sorry. What for? Going through the door like that without checking first? I guess that was pretty dumb, huh? Just ask me first the next time you're gonna outsmart all the grown-ups, okay? Okay. Okay, dann schauen wir uns doch erstmal hier im Erdgeschoss dieses Hauses etwas um. Nicht, dass hier noch irgendwelche Walker irgendwo rumhocken und es vielleicht gar nicht so sicher ist, wie es zu sein scheint. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall diese Stadt Savannah erreicht, während wir hier mal ein paar Schubladen und so weiter durchchecken. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas Brauchbares. Als wir beim letzten Mal Savannah erreicht haben, haben wir ja einen Typen gesehen, der den Glockenturm geläutet hat. Daraufhin sind einige Walker auf uns zugelaufen. Und Kenny vermutet natürlich jetzt, dass er das mit Absicht gemacht hat, wer das auch immer war, wir wissen es nicht, um uns halt wegzulocken. Und jetzt haben wir uns erstmal hier etwas verbarrikadiert. Ja, eine Zeichnung. Und hier ist Hundefutter. Wir könnten das Hundefutter sogar nehmen. Hope we never get desperate enough for food that this starts looking appetizing. Ja, das hoffe ich auch. Können wir das wirklich nehmen? I'm not that hungry. Wollte schon sagen. Da muss man wirklich schon sehr verzweifelt sein. Und als wir auf der Flucht vor den Walkern waren, hat sich, ja man kann es schon fast sagen, hat sich Chuck, den wir im Zug getroffen haben, schon fast geopfert für die Gruppe und ist allein zurückgeblieben. Ich glaube, die Hoffnung ist relativ gering, dass er da irgendwie rausgekommen ist. Mann, oh Mann. Und nur weil Ben die kleine Clementine nicht beschützen wollte und einfach feige davongelaufen ist. Unterhalten wir uns erstmal mit den Leuten hier.
Umid ist wie gesagt schwer angeschlagen. Open up, okay? I hope this house is safe. Have you checked all the rooms to make sure? No, but I'll take care of it. Okay, dann schauen wir uns vielleicht doch erstmal um und checken alle Doors. Hier ist eine Whiskyflasche. Können wir die mitnehmen? Probably not the best idea right now. I need to stay frosty. Okay, hätte ja sein können. Looks expensive and heavy. Doubt any looters would be able to haul that thing too far. Das ist wohl wahr. Must have stopped working a while ago. How's it coming? Schreck mich nicht so. Da ist die Gartentür. Was haben wir denn hier unten noch für Türen? Die Ausgangstür könnten wir vielleicht erstmal prüfen. Oben schauen Kenny und Ben, ob dort alles in Ordnung ist. Gucken wir doch mal hier. Jesus! What happened? It's nothing. Just nothing. It's nothing. Nur ein Besenstiel, der mich fast zu Tode erschreckt hätte. Aber immer noch besser als irgendein Walker. Hier haben wir ein Gemälde, das ich gerade nicht sehen kann. Ach, da ist das Gemälde. Ach, und der kleine Hund. Das war höchstwahrscheinlich die Familie, die hier gewohnt hat. Was haben wir hier noch? Not exactly my style. Ja, man muss Kunst nicht immer verstehen, mein Freund. Check mir diese Tür. Nur eine kleine Abstellkammer. All clear in here. Okay, da haben wir noch eine Tür. Und dann haben wir das schon alles gecheckt hier. Dafür bereithalten. That's the last room. Looks like downstairs is secure. Well, place ain't got much. We should be okay here for a while. At least until it quiets down outside. Good. Thanks. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? Nah, just dog food. And there's some whiskey in the back. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Das würde mich auch wirklich interessieren. Go ahead, Clem. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me, that's not what he wants. He... Lee? Was los? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Ach, warum schaust du nicht da oben nach? Nein, Lee muss das natürlich wieder selber machen. Ein Dachboden. Was zur Hölle trägt Kenny da oben? Kenny? Was macht er da? Kenny, you okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that? Oh, my God. Holy shit.
ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Oh, und jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. I can't ask you to do this, man. I'll take care of it, like I did before. Are you sure? I guess we'll find out. Und der Junge hat in der Tat große Ähnlichkeit mit Doug. Und ich denke, die Bürde werden wir Kenny wieder mal abnehmen. This must have been where he slept. Ja, und den körperlichen Zustand nach zu urteilen, ist er wirklich verhungert. Der ist halt wirklich nur noch Knochen. Wir haben es gesehen, er kann nicht mal richtig laufen. Just ran out of food, like we almost did. Like we still might. Ja, wollte ich gerade sagen. Davor sind wir nie sicher. What a way to live. What a way to die. Oh Gott. Poor kid. Must have tried to hide out up here until he starved to death. This could have been Clementine. Ja. Wir können ihn zertreten. Wir können wirklich entscheiden, wie wir ihn töten. Ich glaube, die Munition, die sparen wir uns. Und wir haben ja noch dieses Multitool hier bei uns. Oh Mann. Ja, wir haben ja ein Grab. Können wir ihn neben seinen Hund begraben? Irgendwie eine sehr traurige Szene hier. Die Musikstücke, die immer im Hintergrund laufen, sind immer sehr langsam und leise, aber passen sich der Situation wirklich perfekt an. Okay, mein Kleiner. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, auch wenn ich weiß, dass er tot ist und wirklich nicht mehr aufstehen kann, so ein kleines Vieh zu tragen. Das ist bestimmt schon ein merkwürdiges Gefühl. Leg dich zu deinem Freund. Aber was der gelitten haben muss. Ich glaube, es gibt kaum einen schlimmeren Tod als an Verhungern oder Verdursten zu sterben. Dann ran ans Werk. Ruht im Frieden. Na komm, Lee. Ja, am besten gar nicht so großartig drüber nachdenken. Na komm. Und der nächste Spatenstich. In dem Tempo sitzt du noch bis morgen früh hier. Geht mal lieber wieder ins Haus. Oh Mann. Na komm, einer noch.
Holy crap. What the fuck? Wer ist das? Hey! Hey! Das war kein Beißer. Definitiv nicht. You come back here, I'll kill you! You understand? I'll kill you! Okay, so kommt er auf jeden Fall nicht Lee, zurück. What's going on? I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What is it? Aus wie I'm ein wondering Mann. If it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Wäre ja eigentlich sehr wahrscheinlich. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. We only checked the house to make sure it's secure. We didn't really toss the place. We're low on food, water, meds, ammo. We should make sure there's nothing here we can use before we move out. Well, you search it if you wanna. I'm done with this house. We came to this city to find a boat, and that's just what I'm gonna do. Maybe it's not such a bad idea to check the place one I more said I'm done with this house! We can do both. Ben, you take one last look around the place. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know, it's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Ja, sei froh, dass du überhaupt noch da bist, ey. That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. Ja, ob das jetzt eine so gute Antwort war. But just so we're clear. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. Auch wenn es Menschen sind, von denen wir ja anscheinend beobachtet werden, zumindest von einem. Oh Mann, oh Mann. Walker sind wirklich die eine Sache, aber wenn uns hier noch andere Menschen auflauern, die sind nicht berechenbar. Und so brechen jetzt Kenny und Lee zum Hafen auf. Kenny ist ja immer noch von der Idee besessen, sage ich mal, ein Boot zu besorgen. Aber ob uns das wirklich gelingt, mal schauen. Ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Ja, und Kenny ist wirklich besessen von dieser Idee. Er will einfach nur noch weg. Die anderen aus der Gruppe scheinen ihn auch nicht egal zu sein, aber ein bisschen gleichgültig. Hey, so, you want to talk about it? About what? About what happened back there, in the attic. No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. Und da gehen die Glocken wieder. It's another trap. No, listen.
That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Oh, tatsächlich. What in the hell is going on? I have no idea, but someone must be ringing those bells. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Warum sollte die Person uns helfen? Let's keep moving. Und im anderen Moment läuft sie vor uns davon. Das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Aber zumindest bleiben uns die Walker jetzt erstmal von Leibe. Oh my God. Na, Prost, Mahlzeit. There's gotta be a boat. There's gotta be. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Screw you. I ain't giving up that easy. Ja, kann im Moment einfach nicht klar denken. Das Boot ist im Arsch, da kannst du nichts machen. Was? Ja, du sagst es, das Boot ist im Arsch. Kenny, get a grip, this boat is totally fucked. Oh yeah? Know a lot about boats, do you? Tell you what, if I ever need an expert opinion on American history, I'll be sure to ask. But how about you leave the nautical shit to me? Der ist wirklich gerade sehr angepisst. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Das klingt doch mal nach einer guten Idee. Während Kenny hier dieses Boot untersucht, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Mal gucken, was wir so durch das Fernglas sehen. Und seht ihr gerade das da im Hintergrund? Great. Needs a quarter to work. Ach, und wir haben natürlich kein Kleingeld dabei, aber was zur Hölle ist denn das da? Die haben hier Walker aufgespießt. This is meant to be some kind of stay out. Do something like this. Holy shit. Using walkers like scarecrows. What sick bastard did this? Das wird ja wohl nicht ein einzelner Typ gewesen sein, der Typ, der die Glocken hier läutet. Also hier scheinen noch mehrere Menschen zu sein, oder? Eine Barrikade voller Beißer. This barricade does a good job of making me not want to go any further. Ja, die erfüllt wirklich ihren Zweck. So eine Mauer möchte ich ungern sehen. Und was sind das für Zeichen? Markierungen. What the hell are these markings? They're all over the place. Stimmt, die haben ja schon in manchen Zwischensequenzen gesehen. Aber was die zu bedeuten haben. Hier ist eine Seitengasse. Aber hier können wir momentan nichts tun. Die Pflanze ist schon seit längerer Zeit abgestorben, nehme ich an. Hier sind noch mehr von diesen Markierungen. AAG. 2680B einmal. Können wir momentan nichts mit anfangen? Oh, hier ist eine Kasse. Hello, beautiful. Empty. That would have been too easy.
Du sagst es. Was haben wir denn hier? Ein Zeitungsstand. Ja, aber alles komplett geplündert. Und die ganzen Fenster und Türen hier alle, oder fast alle verbarrikadiert. Das sieht schon fast so aus, als hier, ob hier jemand mit System arbeiten würde. Auch diese Markierung, die hat noch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Hier ist ein Zeitungsautomat. Natürlich sehr sinnvoll, einen Zeitungsstand 5 Meter weiter aufzustellen. Na, wir können wieder unser Multitool. Deswegen ist es ein Multitool. Man kann alles damit schlagen. Ah, da hat's doch geklärt. Ja, wunderbar. We are in. Da haben wir doch unser Kleingeld, das wir brauchten. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Ein Bus. Ja, und das bestätigt mich doch in der Vermutung. Alles, was irgendwie brauchbar ist, wurde hier echt geplündert. Selbst die Reifen und das Benzin. Ja, so sieht's aus. Gut, aber jetzt haben wir unser Kleingeld, das wir brauchen. Schauen wir mal durch das Fernrohr. Allerdings erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Walking Dead.